Einen wunderschönen Montagabend hier. Willkommen zum 5. Oktober zum Primetime Orakel um 20.15 Uhr. Denkt daran, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet und auch dieses Video unterstützen möchtet, kommentiert, lasst einen Daumen nach oben da und vor allem könnt ihr jetzt, wenn ihr bei der Premiere mit dabei seid, auch im Live-Chat gerne was dazu spenden, um die Orakel weiterhin zu unterstützen. Das sei aber euch freiwillig überlassen. Wir gehen heute hinein in die wundervolle Frage, führt mich das Schicksal jetzt auf einen schönen Weg oder eher auf einen nicht so schönen Weg. Deswegen haben wir heute auch das Orakel des Schicksals benannt und wollen einmal hineinschauen, was in den nächsten drei bis vier Wochen ungefähr deine Thematiken sein werden, was für dich wichtig ist, egal ob es finanziell, beruflich, ob es in der Liebe vielleicht irgendwo was gibt, ähm, vor allem aber auch, wie deine Engel da für dich da sind. Daher das Schicksalsorakel, was erwartet mich in nächster Zeit? Einfach mal was ganz anderes am Montag. Abend, aber vielleicht für dich genau das Richtige. Wenn du daher gefunden hast, vielen Dank auf jeden Fall. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und jetzt schauen wir natürlich hinein in das wundervolle Orakel. Wir haben auch wieder den Schmuck aus dem Shop dabei. Ihr seht, ich trage ihn heute auch ähm, und wollen dennoch beginnen. Wir haben hier jetzt die derzeitige Offenbarung. Was ist derzeit die Thematik bei dir? Da haben wir den Rückzug und den Schutz vor Emotionen und Finanzen. Also wird finanzielles und emotionales derzeit für dich sehr, sehr hohen Stellenwert haben und dich auch sehr, sehr oft antriggern. Ist jetzt egal, ob du Single bist und es eine Partnerfrage ist von den Emotionen und es ist auch egal, ob du dich schützen möchtest oder eher in den Rückzug geht. Bei den Finanzen ist es eher so, dass du dir da selbst eine Blockade setzt, aber da werden wir jetzt gleich hineinschauen, was hier ja das Ziel sein kann. Das Ziel von dieser Zeit, da haben wir die Verankerung und den Fuchs. Ja, das Ziel soll sein, dass du natürlich Falschheiten sehr sehr gut abwägen kannst. Falschheiten, was in deinem Leben nicht vorkommen sollte. Also alles sollte sich verfestigen, alles sollte sich in deinem Leben verankern was dir gut tut, nicht was dir schadet. Es ist auf jeden Fall schon mal eine wunderschöne Start hier hinein. Deswegen werden wir hier den Granit und den Onyx draufgeben für den Schutz, dass du einfach keine Problematik hast mit Falschheit in den nächsten Wochen. Und das heißt mein Glanz, und das Armband und hier die Seelenruhe, dass du nicht sofort ja emotional reagierst zum Beispiel auch im finanziellen Bereich. Ja, jetzt wollen wir wissen, welche ähm, Engel sind in den nächsten vier Wochen für dich da. Da haben wir einmal Engel Maya. Lernen und dich weiterbilden, unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Sie werden dir dabei helfen, zu erkennen, dass du ab und zu schon mal was investieren musst. Da haben wir schon die erste schöne Problematik, die wo du da lösen kannst. Angst vor Ausgaben ähm, im Finanziellen. Da brauchst du wirklich keine Angst haben. Hier geht es für dich in die Positivität. Ja, wir haben hier die Positivität, weil du dich dadurch weiterbildest. Das kann ja auch ein Coaching zum Beispiel sein, wo dich weiter. Dich entfalten lässt. Du musst nur aufpassen, dass du diese Signale und diese Impulse auch wirklich wahrnimmst und im Alltagsstress nicht vernachlässigst. Ja? So, bei der Zielgabe haben wir den Engel Astara bei dir. Du verdienst das Beste. Greife mit deinen Träumen und Wünschen nach den Sternen und geh keine Kompromisse ein. Und genau so sollte es sein. Hier Solltest du für dich ganz klar entscheiden, was tut dir gut, was ist wichtig, dass es das in deinem Leben bleibt und nicht, was kann mir den Lebensweg derzeit ein bisschen schwer machen? Denn schwer machen sollte dir dein Leben gar nichts, außer die eigene Lernaufgabe und die eigene Lernaufgabe lässt sich ja sogar wachsen in deinem Bewusstsein. Das heißt, zwischen Problematik und Ziel ist sehr viel Selbsterkenntnis notwendig, aber auch sehr viel ähm, Selbstzugeständnis, dass man sich selbst auch was gönnt. Das hat sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Und wenn das deine Schicksalsprüfung in den nächsten drei bis vier Wochen ist, dann weißt du schon mal, es wird hoch hergehen, es wird emotional schon sehr, sehr belastend für dich zum Teil werden, aber... Dein Schutz muss jetzt endlich abgebaut werden, dass du wirklich anerkennen kannst, was ist richtig und was ist nicht richtig in deinem Leben. Weil wenn du nichts an dich heranlässt, kannst du nicht ausfiltern. Und da wollen wir jetzt einmal hineinschauen. Zur Lösung des Problems haben wir Daniel. Ich bin der Engel der Vermählung und stehe dir zur Zeit zur Seite. Ja. Also emotionales im Partnerfragen als Single oder auch in der Partnerschaft heißt, man kann sich hier in ein neues, wundervolles, ähm, ereignisreiches Leben befördern. Wir haben hier auch die Wohltat, also es wird jetzt mit deinem Partner auch wieder in die Besserung gehen, das wird auch das Emotionale ein bisschen heilen. Dennoch werdet ihr eine Streitpolitik entwickeln, die zwar immer wieder gut ausgeht, aber die schon sehr, sehr an den Nerven zerrt. Daniel sagt aber, der Engel der Vermählung, ähm, dass er bei dir an der Seite stehen muss, weil eine Vermählung kann ja auch einfach die Zusammenkunft zweier Seelen sein, muss jetzt nicht unbedingt die Heirat sein, ähm, dass man nicht aus jedem Streit herauszieht, sich zu trennen oder dass man nicht immer wieder probiert, dem Menschen in Gesprächen weh zu tun. Das wird dich nochmal sehr antriggern, weil das war bisher ein starkes Verhaltensmuster von dir. Dich hier ein bisschen schützend einfach aufzubauen und deine Vergangenheit dafür verantwortlich zu machen, was passiert ist. Jetzt geht es aber darum, diese Kommunikation in eine warme, wohlbehütende Harmonie übergehen zu lassen, damit sowas wie ähm, Streitthematik gar nicht mehr so etwas ist, wovon man sich fürchtet, sondern einfach mal froh ist, auch mal ein bisschen negative Energie abgelassen zu haben, ohne dass der Partner dort sofort rot sieht. Ne? Also das ist gut, dass du daran arbeiten wirst, arbeiten darfst. Aber natürlich strengt es auch schon sehr an. Gerade jetzt in, im Wandel des Oktobers wird es einfach nochmal sehr, sehr mutig hoch und her gehen. Ja, der weitere Weg danach ist natürlich die doppelte Tat. Wir haben hier jetzt die Sense und die Route die aber auch zeigt, dass du dann bereit bist, hier im Leben aufzuräumen. Durch die Kommunikation öffnet sich ja sehr, sehr vieles, was du bisher vielleicht nicht so gesehen hast, ja. Und auch wenn es eine Streitthematik war, wirst du hier ins Geben und Nehmen kommen und du wirst lernen, für dich einzustehen. Und da können wir gleich das Aurora Armband liegen lassen. Das ist nämlich dafür da, dass du dich deinen Engeln nähern kannst und auch besser mit ihnen in die Kommunikation gehen kannst. Ähm, da sind die Impulse der Engel wirklich wichtig, ja. Hier, Astara, dass du das Beste verdienst hier, Daniel, dass du weißt, wenn du jetzt in eine Beziehung gehst, ihr gehört zusammen, auch wenn der Anfang schwer sein wird. Wenn du in einer Beziehung bist, dass du weißt, auch wenn man sich streitet, sollte man nicht sofort irgendeine App runterladen, um neuen Menschen zu suchen, sondern man sollte daran festhalten, was man hat. Und. Man bildet sich immer weiter im Leben. Und dein persönliches Wachstum ist das Allerwichtigste. Und du kannst in Kommunikation noch vieles lernen und darin mal Finanzen für dich laufen zu lassen. Sprich, für dich mal etwas auszugeben und nicht immer anderen Geschenke zu machen, sondern dich selbst auch zu beschenken. Vielleicht willst du auch du mit dabei sein beim Reichtum- und Fülle-Coaching. Ja im Wert von 499 Euro. Wir hatten es den ganzen September sehr reduziert. Jetzt biete ich es euch an für 149. Wenn noch jemand Lust hat, kann er da gerne mit eintreten. Ne? So, und der letzte Engel in den nächsten Wochen ist Ariel. Neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Es ist schon sehr interessant, dass hier das Lernen nochmal da ist, dass wenn der Schutz fällt, der Emotionen, auch der, der, dem, der Bereitschaft mal in sich zu investieren, dass hier nochmal das Erlernen kommt. Gerade die Hellsichtigkeit, deine Spiritualität, wenn du hier wirklich mal für dich einstehst, kann sich also entfalten und wird eine schicksalhafte Fügung für dich nehmen. Das heißt, du wirst in deine Berufung finden. Wir haben hier durch, durch Gespräche, durch, die, durch das neue Erlernen der Kommunikation, auch den neuen Weg zur Kommunikation mit, mit, der, mit dem Jenseits vielleicht, vielleicht auch mit, mit den Engeln, vielleicht aber auch einfach mit dem Universum direkt, dass du genau an die Quelle angebunden bist, um deinen geistigen Gaben sich entfalten zu lassen. Sagt, dass du in deinem Wesen, wie du bist, jetzt akzeptiert wirst und auch geliebt wirst. Und das sollst du natürlich sich entfalten lassen. Meditieren. Beten, also affirmieren und natürlich auch von sich selbst lernen, ist da ein großer, großer Vorteil. Und da haben wir dich liegen und auch wieder dem Partner. Sehr schön, weil ihr zusammen in das Beste hineinschaut. Ihr schaut auch beide gemeinsam in den Weg ähm, des anderen. Du siehst deinen Weg und siehst, es war eben nötig, dass du was tun musstest und dein Mann wird hier verankert werden. Das heißt, der Partner mit dem du anbandeln möchtest oder mit dem du schon zusammen bist, das wird gefestigt sein, weil es nicht das Falsche ist. Du hast einfach dich selbst ein wenig verloren in der Vergangenheit und die nächsten Wochen zeigen dir auf, du musst für dich in die Tat gehen, du musst für dich lernen und du musst für dich bereit sein zu investieren. Also kann ich dir auch gerne empfehlen, schau vorbei im Shop, da hast du jegliche ähm, energetische Unterstützer. Wir machen alles selbst, alles handmade von uns. Können es auch, wenn du willst, auf dich persönlich energetisieren? Wenn du persönlich einen ähm, coaching -Platz möchtest, schau vorbei. Unten in der Infobox findet ihr alle Webseiten von mir und da könnt ihr euch dann noch anmelden, auch für ein Personal-Coaching im 1:1-Format. Ja, wenn du dir was wert bist, hast du jetzt die Chance, was zu verändern. Denn nächstes Jahr 2021 wird ganz, ganz groß. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut morgen beim Tagesorakel auch wieder rein. Bis dahin alles Gute euch und macht's gut.